Umgang mit Geldverlust vom Vedanta-Standpunkt aus. Hast du vielleicht vor kurzem einen Geldverlust gehabt? Sei es an der Börse Geld verloren, sei es, du wurdest beklaut, sei es, dass dein Sohnemann zu viel Geld ausgegeben hat und du musstest für ihn gerade stehen? Lass uns hören, was Shankara dazu rät. Vivekachudamani, Vers 456. Shankara schreibt: Derjenige, der erwacht ist vom Schlaf, hat keine Vorstellung von Ich und Mein in Bezug auf den Traumkörper und die Traumobjekte. Er bleibt stets wach als sein eigenes Selbst. In diesem Sinne, es spielt keine Rolle, ob du jetzt in diesem Traum, der sich Welt nennt, Geld verlierst oder nicht, es ist irrelevant, es ist unerheblich. Mache dir keine großen Sorgen. Sei dir bewusst, du bist das unsterbliche Selbst, der Atman. Und ob du jetzt Geld hast oder nicht, spielt nicht die große Rolle. Letztlich, wie viel Geld du hast oder nicht, ist karmisch bedingt. Und es nutzt nichts, dich darüber aufzuregen. Identifiziere dich mit dem unsterblichen Selbst und nicht deinem Besitz und gehe gelassen um mit Verlusten oder Gewinnen in der materiellen Ebene.